ich wurde gebeten, ein Video zu machen über meine Top 10 unter 10 Euro. Und das wollte ich jetzt für euch drehen. Allerdings wollte ich, bevor ich damit anfange, noch ganz kurz was sagen, was mir echt am Herzen liegt. Und zwar hatte ich heute auf Twitter schon gepostet und auf Instagram, dass eine Freundin von mir verschwunden ist. Und zwar die Silvia. Ihr kennt sie vielleicht unter dem Namen ColaDW auf Twitter und Instagram. Und sie hat auch bei ganz vielen unter den Videos kommentiert. Und ja, wir waren mal eine Zeit lang sehr gut befreundet. Und es ist ein bisschen auseinandergegangen. Aber trotzdem mache ich mir unglaubliche Sorgen. Und ganz viele andere machen sich auch große Sorgen. Also, ich verlinke euch mal das Bild oder den Instagram-Account von ihr oder das Bild von mir. Egal, guckt einfach mal in die Infobox. Vielleicht hat sie irgendjemand irgendwo gesehen. Ihre Eltern machen sich auch echt große Sorgen. Sie ist seit dem 10. oder 11. April einfach weg. Und damit will ich nicht sagen, sie hat seitdem nichts mehr getwittert oder so, sondern sie ist wirklich weg. Also keiner weiß, wo sie ist und wie gesagt, wir machen uns alle echt Sorgen. Deswegen guckt mal bitte in die Infobox, guckt euch das Bild an oder so. Und wenn sie jemand gesehen hat, bitte melden irgendwie bei der Polizei oder bei HaifischInAspeak auf Twitter. Ihr habt Kontakt zu den Eltern. Das wäre echt lieb von euch. Und dann hoffe ich, sie wird bald gefunden und alles ist gut. Und ja, das hoffe ich. Und jetzt starten wir mal mit den Top 10 unter 10 Euro. Ich fange mal an mit dem günstigsten Produkt, was ich jetzt rausgesucht habe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das bei den Top 5 unter 5 Euro nicht schon mit dabei hatte. Aber es ist mir jetzt so in die Hände gefallen und ich habe es gerade nachgekauft und deswegen wollte ich es euch kurz zeigen und empfehlen. Und zwar den Ebeline Nagellack Entferner in der blauen Flasche. Den habe ich jetzt schon ganz oft nachgekauft. Der ist super günstig. Es geht mit dem sehr gut ab alles. Es geht sehr schnell. Und ja, wie gesagt, den habe ich jetzt schon ganz oft nachgekauft. Ich habe vorher schon diverse andere ausprobiert, aber bis jetzt bin ich immer bei dem hängen geblieben, weil der wirklich gut ist. Die Reihenfolge ist übrigens willkürlich jetzt gewählt. Also es ist jetzt nicht so, dass der Nagellackentferner so die Nummer 1 ist, sondern das ist wirklich so, naja, ne? Weil das jetzt ganz gut zum Nagellackentferner passt, wollte ich euch Nagellacke zeigen, die ebenfalls unter 10 Euro kosten. Zum Glück. Mittlerweile. Früher waren sie mal teurer. Und zwar geht es um Essie-Nagellacke. Die kosten 7,95 Euro, bekommt ihr bei Müller oder DM. Es soll sie auch in einigen Rossmann-Filialen geben. Weiß ich jetzt nicht. Das hier ist der rosane, ist jetzt der, den ich drauf habe. Das ist Romper Room. Und dieser mintfarbene ist Fashion Playground. Die sind aus der Hide & Cheek LE. Und wenn ihr Glück habt und nur einen davon findet, greift zu. Die Farben sind echt schön. Aber da die jetzt gerade da noch standen, habe ich die Farben einfach mal so für Essie-Lacke rausgesucht. Ein Haarprodukt habe ich mit drin. Das wollte ich auch unbedingt zeigen. Ja. Hallo Nieselwetter, ne? Ich... so feucht draußen. Es hat ganz oft geregnet heute. Und ja, deswegen passt das jetzt irgendwie ganz gut. Und zwar ist das mein Hitzeschutz, den ich auch schon ganz oft nachgekauft habe. Oder wenn ich jemanden habe, der irgendwo einen Müller hat, mir immer einen mitbringen lasse. Und zwar von Lee Stafford, der Hitzeschutz. Der kostet, meine ich, 7,95 Euro oder 7,99 Euro. Ich finde den echt gut. Ich habe schon einige andere ausprobiert, aber der ist für mich irgendwie der Beste. Der riecht zwar sehr intensiv, aber meine Haare sind danach nicht so klitschnass, dass das so zischt, wenn man da durchgeht mit dem Glätteisen, sondern das ist, ich finde den echt gut. Und wie gesagt, deswegen habe ich den schon oft nachgekauft und werde es auch erstmal noch eine Weile tun, bis ich irgendwann mal ein besseres vielleicht finde. Bis dahin, der hier. Dahin ist übrigens wieder die Eule von Ralf. Die hat übrigens keinen Namen, falls ihr den Namen geben wollt, immer her damit. Einen Pinsel habe ich mit dabei und zwar habe ich extra nachgeguckt, der ist auch unter 10 Euro und zwar ist das von Zoeva, der 221er, der Luxe Soft Crease. Den hatte ich auch gezeigt in meinem Zoeva Haul Video, weil ich den da, ja, neu hatte, offensichtlich. Und ich finde, das ist der erste Blendepinsel, mit dem ich wirklich gut klarkomme, der ist wirklich super, super weich. So einen weichen Blender hatte ich noch nie und mit dem
funktioniert das sogar bei mir ganz gut mit dem Blenden. Der kostet 6,20 Euro im Zoeva Online-Shop. Ebenfalls unter 10 Euro liegen die Long-Lasting Stick Eyeshadows von Kiko. Normale Verpackung, LE-Verpackung, nur damit ihr es mal seht. Ich wollte erst den nehmen, aber ich gedacht, nachher gucken die Leute danach und die sehen ja eigentlich so aus. Die sind grandios. Ich weiß den Originalpreis gerade gar nicht. 6,95 oder so. Ich kaufe sie meistens, wenn sie im Angebot sind. Wenn ich mal irgendwo in der Stadt bin, wo es Kiko gibt. Hier in Osnabrück gibt es ja keinen Kiko. Absolute Lieblingsfarbe habe ich aber auch in den Favoriten, also in meinem letzten Favoritenvideo gezeigt, ist die Nummer 33. Der wird ganz, ganz oft benutzt. Und dann habe ich hier noch so ein dunkles Braun, das ist die Nummer... Das ist die Nummer 39. Wie gesagt, ist halt einfach ein dunkles Braun. Halten super, intensivieren den Lidschatten. Was ich noch schön finden würde, ist ein mattes Weiß. Dann wäre ich überglücklich, aber auch absolute Empfehlung. Natürlich muss ich auch diese in die Kamera halten. Und zwar die Maybelline Color Tattoos. Ich habe 4. Und ja, da gibt es auch kein mattes Weiß. Warum ist das so? Ich verstehe es nicht. Meine am meisten genutzte Farbe, meine meistgenutzte, egal, ist Permanent Taupe. Der wird auch nachgekauft, ganz klar. Ich warte nur darauf, dass es wieder 20% bei Rossmann gibt auf Maybelline. Und dann habe ich hier noch Immortal Charcoal. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Wenn ja, guckt ihn euch an. Das ist so ein Anthrazit mit so einem leichten Grüneinschlag. So ein Oliv. Der ist ziemlich cool. Und immer wenn ich so einen Lidschatten drauf mache wie heute, so ein Grün, dann mache ich den immer drunter und dann strahlt das immer noch viel schöner, finde ich. Das ist übrigens Silver Sun aus der Alluring Aquatic. Sorry, Indra. L.E. von MAC und wenn man den da drunter macht, dann das sieht mal richtig geil aus, finde ich. 2 Mascaras habe ich für euch. Ich konnte mich nicht wirklich entscheiden zwischen den beiden. Deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch beide. Also Mascaras aus der Drogerie gehen eigentlich fast immer. Also ich habe noch nie eine teure Mascara gehabt, die irgendwie mehr konnte als eine Drogerie-Mascara. Und zwar mag ich unheimlich gerne von L'Oreal die Voluminous. Da weiß ich den genauen Preis auch nicht, weil ich die auch meistens kaufe, wenn sie im Angebot ist bei Rossmann. Genau wie die Max Factor 2000 Calorie Mascara. Bei der ist das Bürstchen ein bisschen dichter und so in Kombination kommt das eigentlich ganz cool. Und die kosten halt auch bei unter 10 Euro, meine ich. Einen Concealer wollte ich euch zeigen, beziehungsweise eigentlich wollte ich euch 2 zeigen, aber von dem anderen habe ich gerade keinen da. Und zwar wäre das der Löscher von Maybelline gewesen, aber auch ne, 20% Rossmann und so. Ich warte noch, bis ich ihn mir kaufe. Aber der hier ist auch echt cool und von dem habe ich auch schon ein Backup. Und zwar ist das der Fit Me. Da kann man schon gar nicht mehr die Schrift lesen. Der ist auch bald alle. Da habe ich übrigens die Nummer 20. Den benutze ich immer so als Corrector unter der Foundation. Und dann später kommt dann nochmal ein heller, wenn ich fast mit dem Augen-Make-up fertig bin, zum Highlight quasi. Deswegen habe ich da so eine dunklere Farbe. Und das funktioniert ganz gut, glaube ich. Weil ihr mich in letzter Zeit öfter fragt, was ich benutze. Aber wie gesagt, Maybelline Fit Me. Auch hier weiß ich den genauen Preis nicht, weil Maybelline 20%, ihr wisst das, ich kaufe den immer nur, wenn der im Angebot ist. Ja, so ist das bei mir. Aber unter 10 Euro liegt der ganz bestimmt. Bei meinen Foundations musste ich gerade schon irgendwie überlegen. Aber dann hat es irgendwann einen Klick gemacht und ich habe gedacht, ja, na Mensch, die ist es doch. Und zwar die Catrice Photo Finish. Ich glaube, die liegt bei 6,95, kann das sein? Ihr wisst das bestimmt. Das ist meine zweite Pulle und die ist jetzt auch schon so ungefähr halb leer, würde ich sagen. Die wird nachgekauft, ich mag die sau gerne. Und auch von der Farbe passt die bei mir echt gut. Ich habe die 30. Heute habe ich sie nicht drauf, heute habe ich die L'Oreal Perfect Match oder wie heißt, keine Ahnung. Aber die ist, von allen, die ich jetzt hier habe, mag ich, glaube ich, die am liebsten. Ja. Nur der Geruch ist halt sehr intensiv, aber das verfliegt, finde ich. Ja. Und einige von euch werden jetzt sagen, oh, das war ja klar.
NYX-Glosse. Und zwar nicht nur die Butterglosse, die bei 6,95 liegen, meine ich, sondern auch die Megascheinglosse. Die sind in letzter Zeit ein bisschen untergegangen, aber die finde ich auch sehr, sehr cool. Die riechen mehr so nach Kuchen und die riechen mehr nach Wildkirsche, aber ich finde es bei beiden nicht künstlich oder eklig, sondern ich mag den Geruch von beiden sehr gerne und ich mag die Glosse sehr gerne, weil sie beide eine schöne Deckkraft haben für einen Gloss. Also sie sind nicht komplett deckend, das ist so von Farbe zu Farbe unterschiedlich. Aber sie sind wirklich echt schön und sie kleben überhaupt nicht. Sie sind so, die fühlen sich cremig an auf den Lippen und angenehm und pflegend so ein bisschen. Und die haben so einen leichten Photoshop-Effekt, würde ich sagen. Beide, also völlig egal, ob die Megascheinglosse oder die Buttergloss. Und die Farbauswahl ist sehr, sehr schön. Das waren meine 10, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ist das ein Tag oder keine Ahnung. Mir hat nur jemand um das Video geschrieben letztens, kannst du das mal machen? Und dann habe ich gesagt, ja, mach ich. Ich weiß aber nicht, ob das ein Tag ist. Deswegen tagge ich jetzt einfach mal niemanden. Aber falls das ein Tag ist, dann macht alle mit. Und ja, dann danke ich euch fürs Zusehen. Danke auch nochmal für die ganzen Retweets von meinem Silvia, wo bist du? Tweet und dem Instagram-Bild. Das war echt unglaublich, wie viele Leute das retweetet haben. Das war sehr schön, das zu sehen, dass ihr da so dabei seid. Und ja, dann bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss.